Ja, wir lassen den Gast den Vortritt. Markus Kurt, einmal bitte Ihr Fazit zum heutigen Spiel. Ja, also ich denke, dass es bis zur 65. Minute ein offenes Spiel war. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar auch die besseren Torchancen, haben leider nicht alle genutzt, aber Speldorf hat aggressiv dagegen gehalten und hat auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit die Räume sehr gut genutzt, die entstanden sind im offensiven Mittelfeld und waren, glaube ich, auch mit dem Rechtsaußen immer brandgefährlich, der dann auch das 3:2 gemacht hat. Dann mit dem 4:2, denke ich, war das Spiel dann entschieden und ist dann im Endeffekt auch um 2-3 Tore zu hoch ausgefallen. Danke an den Co-Trainer der Gäste. Fragen von den Vertretern von der Presse? Herr Kurt? Nicht? Gut. Coach, dein erstes Fazit hier vor heimischer Kulisse nach diesem 2:8. Einmal bitte. Ja, wie man sich vorstellen kann, ist der Gang mir heute nicht allzu leicht gefallen. Ich hatte mir gewünscht, dass das vielleicht etwas andere Voraussetzungen wären, um hier meine erste Pressekonferenz geben zu dürfen. Ich will mich aber jetzt dann auch auf die sportlichen Belange und auf die sportlichen Dinge, die wir heute gesehen haben, konzentrieren. Ich gehe mal damit konform, dass ich auch ein ziemlich offenes Spiel gesehen habe. Ein Spiel, wo ich die Mannschaft bis dato, ich glaube, sehr gut eingestellt habe, dass wir im taktischen Bereich auch uns auf den Gegner eingestellt haben. Wir dann auch tatsächlich an uns geglaubt haben, dass die Tore dann etwas, aus meiner Sicht viel zu leicht gefallen sind, ist auch kein Geheimnis. Man sagt immer so schön, diese billigen Tore. Aber ganz am Ende muss man einfach dann resümieren, hat Viktoria Köln die Klasse ausgespielt und hat dann die Tore gemacht. Und ich sage, 3-4 Tore zu hoch. Gut, wir waren nicht konzentriert, dann fallen auch diese Tore. Also dann ist natürlich eine 2:8 oder ein Ergebnis 2:8 eine Klatsche, für die man auch die Verantwortung übernehmen muss. Ich übernehme die auch, gar keine Frage. Wir haben eine Mannschaft heute am Ende gesehen, die nachher vom Platz gegangen sind. Da sind, ich glaube, 7 oder 8 U23-Spieler. Das ist das Konzept, das wir weiter verfolgen. Natürlich nicht mit den Ergebnissen, so wie wir sie heute gesehen haben, aber ich glaube, man merkt mir jetzt im Moment noch an, dass ich da ein bisschen konsterniert bin, weil ich einfach sage, sowas darf dann auch am Ende nicht passieren. Wenn wir uns hier mit 4:2 verabschieden und ich komme hier mit 4:2 hoch, dann sage ich, die Truppe hat wunderbar gekämpft, hat alles rausgeholt, was rauszuholen war, gegen eine derartig am Ende auch überlegene Mannschaft. Aber leider muss ich das 2:8 kommentieren. Und das übernehme ich, oder die Verantwortung übernehme ich voll und ganz dafür. Und daran müssen wir arbeiten, dass beim nächsten Mal vielleicht ein 2:4 oder ein 2:3 sogar rauskommt. Danke. Fragen von den Pressevertretern an unseren Coach? Markus Lemke, WAZ Mühlheim. Wie sieht denn die nächste Woche aus? Wie wollen Sie die Mannschaft wieder aufbauen? Weil ich glaube, nach so einer 2:8 Niederlage ist das recht schwierig. Der nächste Gegner, guck mal ein bisschen voraus, ist auch nicht gerade von leichtem Kaliber. Genau, wir haben leider Gottes das Spiel in Rhinern aufgegeben, was mich jetzt bis dato noch ein wenig ärgert. Und man sieht, da hätten wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Dann hätte man auch heute keinen 2:8 hinnehmen müssen. Das ist mal eine Tatsache. Ich gehe mal davon aus, dass auch Viktoria Köln noch gegen andere Mannschaften ähnliche Ergebnisse dann erzielen wird. Vielleicht ein 4:0, ein 5:0, ein 6:0, irgendwas in der Richtung. Sie haben die Klasse, das haben sie heute am Ende gezeigt, dass wir jetzt nicht anfangen, da großartige Läufe zu starten oder ich jetzt da oben noch mal draufhaue. Wenn mir jetzt gerade in die Kabine gegangen ist und hat gesehen, mit welchen hängenden Köpfen die Jungs da sitzen, dann denke ich mal, ist für jeden das nachvollziehbar, dass wir da erstmal in der Psychologie arbeiten müssen. Ja, dass ich in Einzelgesprächen an den einen oder anderen wieder herankommen muss, dass ich versuchen muss, die Mannschaft aufzubauen, ist gar keine Frage. Aber ich denke, dass das der falsche Weg ist, am Montag in Mühlheimer Wald zu gehen und zu laufen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Noch eine Frage an unseren Coach.
Vielleicht noch ein Verteidiger, der Kamil Kuzin hat sich dann ausgefallen. Ich habe das Spiel leider in Rina nicht gesehen. Sie sagten aber, der hätte recht robust und ordentlich gespielt. Ja. Würden Sie die Mannschaft hinten wieder so aufstellen oder im Nachhinein würden Sie sagen, hätte ich mal jemand anders vielleicht nach innen genommen? Ich halte einen Erkan Aydoğmus für sehr schwer verteidigbar oder verteidigungsfähig. Ja? Und wir müssen mit dem Personal auskommen, was wir haben. Wir haben zwei Innenverteidiger, das sind die Nominellen, der Christian Flöth und der Kamil. Wenn mir jetzt einer ausfällt, dann muss ich da die Position neu besetzen. Dass der Tag dort nicht sehr glücklich dann agiert hat, gestehe ich zu. Aber Fehler dürfen gemacht werden und ich glaube auch, dass er am Ende der ersten Halbzeit halbwegs wieder ins Spiel zurückgefunden hat. Dass dann wir trotzdem gewechselt haben, war einfach dem geschuldet, dass man den Stürmer verteidigen muss und nicht jetzt auf den Tar draufhauen und sagen, du hast alles verkehrt gemacht und du bist derjenige, der uns auf den falschen Weg gebracht hat. Von daher würde ich auch beim nächsten Mal durchaus überlegen, weil er in der Vorbereitung diese Position des Öfteren gespielt hat, auch dort wieder so anzufangen. Ja. Noch eine Frage? Keine Fragen mehr. Bevor ich Sie dann alle in den Sonntag entlasse, noch ein kleiner Punkt. Ich möchte mich recht herzlich bei den Gästen von Viktoria Köln und speziell auch bei Heiko Scholz entschuldigen dafür, dass in unserer Stadionzeitung heute zum einen Fortuna Köln beschrieben wurde, zum anderen, dass das Emblem sogar noch der Fortuna abgedruckt wurde und dass der Trainer auch noch namentlich falsch angegeben wurde. Recht herzlich Entschuldigung dafür. Ist ein Fehler, der nicht vorkommen darf. Richten Sie bitte im Heiko auch alle Grüße aus. Wird beim nächsten Mal nicht wieder vorkommen. Aber ich gehe davon aus, in einem Jahr sehen wir uns hier nicht wieder. Ihr seid aufgestiegen im Normalfall, was auch immer dann passieren wird. Bitte die besten Grüße auch an alle Vertreter von Viktoria und alles Gute für die kommende Saison. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bei der PK bedanken. Ich wünsche allen einen angenehmen Sonntag, eine ruhige Arbeitswoche. Und wir sehen uns am 28. hier wieder zum Spiel gegen die Zweite von Arminia Bielefeld. Vielen Dank.